Ich bin wieder auf Tour, liebe Mutzis. Das als kleine Verkündigung ganz am Anfang. Und also, jo, jetzt denn gerade. Also, so ab Oktober. Ja, im Oktober geht es wieder los mit meiner Zero-Tour. Und wenn ich sage wieder los, dann sage ich zum letzten Mal los. Weil die paar Tourtermine, die wir jetzt noch haben, kommen vielleicht noch zwei dazu, ist noch nicht ganz klar. Aber was, jo, was jetzt halt gerade so online ist, das ist sicher. Und für die Tour-Shows, sagt man das so? Nein, ich habe es schon lange nicht gemacht. Für die kann man Tickets kaufen, ja, auf www.joelvonmutzenbecher.ch oder der Link da in den Shownotes. Und kommt vorbei. Es wird ganz, ganz geil. Das sind die letzten Termine. Also wirklich sind es die letzten. Darum, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wenn ihr es nochmal wollt sehen, es hat sich natürlich verändert. Kommt vorbei, tolle Support-Acts auch dabei. Alles Mögliche an wirklich de la Crème von der Schweizer Comedy, wo sich bereit erklärt hat, bei mir Support spielen. Matteo Gutenrath, Josep Brizza, Leila Ladari, Teddy Hall, Benjamin Delahaye. Also wirklich hohe Qualität, abgesehen von mir. Drum kommt vorbei, jetzt die Tickets kaufen auf joelvonmutzenbecher.ch und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Du bist noch nie am Tisch gesessen, oder? Nein, es ist immer ganz so weird, man ist so voll frontal. Es ist, man ist mehr in der Zone. Ich fühle mich so geredig direkt. So stell es mir mal vor, so der Vibe. Bist du schon mal gesehen, geredig direkt? Mm-mm, du? Nein. Ja. Aber der Geredig ist schon da gesehen. Wirklich? Oh, das ist, boah, und dann haben die ja geredig direkt gemacht, oder nicht? Quasi. Boah, du hast mit ihm gemacht. Das ist voll Meta. Voll Meta. Richtig, ich habe dann... Nein, jetzt hat der Schavi immer gemacht. Also der hat als erstes gefragt, wer bist du? Ja. Stimmt. Hey, ihn kriegt gar nicht im Krishna Fall. Krishna, wer bist du? ein Mensch. Das ist immer so, oh... Als Comedian ist immer ja das Problem, dass du jetzt da auf das etwas mega Cooles musst antworten musst. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie so eine Sportlerin wäre, könnte ich einfach sagen, ah ja, ich bin Skifahrerin, ich sitze da. Und als Comedian bist du so, okay, jetzt muss ich die ultimativ lustige Antwort darauf haben, sonst denken alle, ich bin scheiße. Spürst du manchmal so Druck? Ich hatte das früher extrem gehabt, ich habe keine Geburtstagskarte geschrieben und so Zeugs, einfach weil ich gefunden habe. Oh. Meine Erwartungshaltung daran ist zu hoch und ich könnte sie nicht. Sprich, es wäre für mich dann so ein Wochenprojekt, weißt du? Okay. Nein, Geburtstagskarte liebe ich. Also dort, ich gehe dann auf die herzige Schiene. Ich probiere es gar nicht zum lustig sein, eher so zum so ein bisschen charmant. Und doch, obwohl, nein, du hast recht. Ich probiere es schon auch, aber es ist mega oft auch unterbewusst. Und ich merke es erst später, wenn die Leute lachen, denke ich mir so, aha, stimmt. Yeah. Und nein, ich habe da viel mehr, einfach wenn ich mit Leuten schwätze. Vor allem Leute, die ich nicht aus meinem persönlichen Umfeld kenne, sondern Leute kennen mich als Comedian. Und dann bist du wie so, okay, shit. Also, jetzt muss ich da so eine Rolle aufregen. Also, nein. Jetzt muss ich performen. Ja, voll. Nachher eben, du kennst also kennst schon auch, wenn die Leute sagen, erzähl einen Witz. Und dann ist auch immer so, ja, bis heute, ich habe immer wieder so einen Catchphrase parat für dann. Ja, keine. Also, ich sage immer, ich schaffe gerade nicht. Ah, das ist gescheit. Ich schaffe gerade nicht. Ja. Yeah. Stimmt, das ist ein Beruf. Aber das Dumme ist, kürzlich bin ich an einem Kindergeburtstag gesehen und dann hat eine Siebenjährige gefragt, erzähl einen Witz. Der kann ja nicht sagen, ich schaffe gerade nicht. Okay, so, nein, ich schaffe gerade nicht. Weißt du? Oh Mann. Das ist was hast du gesagt? Ja, ich habe dann zuerst gefragt, wie alt sie ist. Und dann habe ich gefunden, sie soll Witz erzählen, damit ich mal weiss, was so gerade etwas Level ist, oder? Oh. Und wo sie dann mit so wirklich so Blondinenwitzen so gekommen ist, habe ich gewusst, gewisse Sachen andere sich einfach nicht. Nein. Alle Kinder. Alle Kinder. Ist sie mit allen Kindersprüchen gekommen? Und ich dachte so, what? Das ist immer so. Im Fall, ich habe immer auch gemeint, das ist etwas von meiner Generation, bis irgendjemand mal auch die alle Kinderwitzen wissen, das hat es euch auch schon gegeben. Nice. Ich denke immer bei Musik. Ich denke immer so, als ich Kind war, habe ich Musik gehört, wo ich so gedacht habe, wow, das ist der absolute Kracher, das Lied ist quasi nur für mich gemacht und so. Und dann hat irgendwie, hört es meine Mutter und sagt, das ist ja eine ganz schlechte Version von dem und dem Lied. Ja, von oh mein Gott. Hey, irgendwie auch, letztens haben sie das TikTok gesehen, gefühlt jedes Dua Lipa-Lied, irgendein anderes Lied
drauf basiert. Ja. Und es ist wie so, gewesen, so, oh Mann. Ja, gell? Bist du denn so erstaunt, so, was ist, ihr vorletztes Album ist so ein Disco-Album gesehen. Und dann ist mir mega erstaunt, dass alle die Disco-Beats, dass es dir schon geht. Manchmal bin ich auch in dem Ding drin, dass ich wie so alte Musik quasi lasse und dann fühle ich mich mega cool. Was ist für die alte Musik? Hey, letztens, 1997. Nein, im Fall, letztens Cringe-Serie Fresh Off the Boat. Das ist so mit der Asian-Familie, die so in den 90ern auf Amerika kommt und er lässt so mega viel Hip-Hop. Ah, und jetzt bin ich voll in dem Oldschool-Hip-Hop drin. Yeah. Und lasse so Ice Cube und so Zeug. Und dann laufe ich immer so, ich bin voll cool. Und letztens habe ich auch irgendein altes Lied von Christina Aguilera gelassen und habe gedacht, oh, der Milan wird sicher voll beeindruckt von mir. altes Lied von Christina Aguilera? Hey, ja. Ich finde das so... Ich fühle mich, in solchen Situationen fühle ich mich natürlich schon alt. Ja, nein, das sehe ich. Es ist, aber ich bin jetzt langsam auch in da reingekommen. Aber wo Feelgood? Kann ich schon meinen Feelgood-Moment Nummer 1 sagen? Absolut. Oh, wir sind ja schon am Aufnehmen. Ja. Hey, im Fall vorher, irgendwann habe ich so realisiert, okay, du sollst dich nicht mehr bewegen. Und ich bin einfach so... Doch, natürlich. Ja. Man kann sich ja bewegen. Schau mal, ich mache jetzt mich ganz entspannt. Dann ich auch das Bein aufnehmen. Nein, eins von dem Moment ist, ich habe ja eine jüngere Schwester. Also ich bin die älteste Schwester. Und sie ist 18 geworden. Das war so ein einschneidender Moment irgendwie gewesen. Weil einfach so, wenn die... Ich weiss nicht, hast du eine jüngere Geschwister? Ich habe eine jüngere Schwester, Und das ist auch nicht so mega komisch. Weil das ist immer deine jüngere Schwester. Und die ist mal so auch erwachsen und kommt langsam so in die Nähe von dir. Weißt du, was noch viel komischer ist? Wenn die 30 wird. Was? So ich werde nie 30. Oh mein Gott. Nein, es ist echt mega komisch. Vor allem bin ich auch mit ihr so voll Alkohol gepostet und habe so die Welt erklärt und so, du musst so und so viel haben. Und sie hat ihren allerersten Schluck Alkohol gehabt? Nein, das ist ja so, hey, das ist schon vorbei gewesen, ich habe es gewusst. Nein, vor allem unser Dad ist mega so jemand, er schenkt uns auch schon so immer so recht früh so, ey, nimm einen Schluck. Ich glaube, seine Theorie ist, wenn wir mit ihm schon so ein Glas Wein trinken, dann ist das schon so ein bisschen uncool für uns. Ja, ja. Und das hat noch ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Es ist schon so ein bisschen so, Alkohol ist voll blöd, Papi. Und dann ist es so, das Gefühl, das ist gewonnen. Nein, es ist das Geilste. Ja, voll. Zufändlich. Und dann das Gefühl, wenn du so, nein, das ist gewonnen. Du so, haha, ich mag's gar nicht. Und er so, hahaha. Aber auf jeden Fall bin ich nachher, also sie hat zuerst nicht gewusst, ob sie mich einladen sollte, was auch ein bisschen wehtun hat zuerst. Hat sie eine Party gemacht? Ja, voll, sie hat eine Party gemacht, so eine Partyhütte gemietet, Classic, wow. Way to go. Mit DJ Spotify? Ja, DJ Spotify, yeah. Es ist wirklich, und K-Pop und andere Rap und es ist wirklich gar nichts, ich habe mich einfach so alt gefühlt. Es sind nur 3 Jahre Unterschied, aber ich habe das Gefühl gehabt, sie hat nicht gewusst, wie man Bierpong spielt. Also, es ist wie so, sorry, das ist doch das einfachste Game. Ich habe das Gefühl, wenn es etwas gibt, wo alle Menschen auf der Welt wissen, dann ist es, wie man Bierpong und Uno spielt. Das sind so die zwei Am besten Games. Zusammen. Wow. Ja. Das wär Bierpong Uno. Bierpong Uno. Das irgendwie, wenn du den Becher getroffen hast, dann gibt es noch eine Karte Showdown, dass du nochmal kannst reversen. Und nachher, wenn es so 4 plus sind, sind es einfach so 4 Shots, die du nehmen musst. Und dann gibt es immer die Leute, die so 2 plus drauflegen und irgendwie so 16 Shots. Ja, das wäre... Aber ja. Eine Runde. Nein, sie haben einfach so ganz andere Sachen getrunken und du merkst einfach so, hey, es ist einfach nicht mehr der ganz gleiche Vibe. Ich glaube, das ist auch, wenn du jetzt an meinen Geburtstag kommen würdest. Vielleicht wäre es auch nicht mehr ganz der gleiche Vibe. Was wird für Musik laufen an deinem Geburtstag? Wir würden schon so gute Musik laufen lassen. Also keine, ich glaube, es wäre so ein guter Mix aus so 2010er-Hits. 10er? Ja, okay. Und 2000er-Hits. Vielleicht gibt es irgendwie so eine ABBA-Phase. Es ist wie so... Wirklich? Okay. Es ist halt wieder in geworden. Weil die komische Hologramm auftreten, oder was? Und vor allem TikTok. Es ist wirklich alles wie zu einem TikTok-Song mittlerweile. Und ich glaube, an einem Punkt, wenn es dann so ganz promillemäßig raufgeht, gibt es ein bisschen Schlager. Ja. Okay, was für Schlager? So Rotes Pferd. Ah, gerade so, also so Mallorca, ja, so Ballermann. Ja, gerade so, ja. Das ist auch auf meiner Maturabschlussparty ist nicht mehr Schlager gelaufen. Und ich finde einfach, wenn du genug viel Alkohol gehabt hast, ist es ja auch nicht das schlecht. Das Gute ist ja, du kannst ein Schlagerlied noch nie gehört haben und nach 10 Sekunden weißt du die Melodie und den Text. Mega. Vor allem für Leute, die ich wie so über dich etwas 10.000 Mal gehört habe. Ich kann einfach falsch. Egal wie, ich singe einfach sicher falsch. Bei Schlager kann ich mir immer so drauf gehen. Doch, das kann ich. Das schaffe ich noch. Ja. Aber auf jeden Fall, genau, das war der 18. Geburtstag, den ich eigentlich noch cool gefunden habe. Und ich so das Gefühl hatte, so, boah, ich bin jetzt. Ich zeige dir die Welt.
Ja, ja. Und also zuerst ist nicht sicher, ob du eingeladen wirst. Dann bist du eingeladen worden. Bin ich eingeladen worden, ja. Weil dann bist du allein gegangen. Dann bist du wirklich so allein. Hey, nein, ich habe meine Cousine noch mitgenommen, okay. Weil sie, ihrem Bruder war auch an dieser Party, weil er auch jünger war. Und dann sind wir wie so ein bisschen dort reingesneakt. Und ich meine, es sind nur 3 Jahre. Und vor allem die haben sich eh schon krass genug gefühlt. Ja. Yeah. Aber zum Teil haben sie einfach noch so Kopfhörer um den Hals gehabt oder so AirPods so drin. Und ich dachte, hey, Musik läuft ja schon. Nein, und... Ah, ist nicht so eine, wie heissen die, Headphone-Party? Nein, so muted. Ja. Ja, nein. Bist du schon mal am muted gesehen? Nein, aber ich habe schon Aufnahmen gesehen von so, weißt du, irgendwie New York Central Park. Auf so den Tag durch. Und du hast so 300 Menschen und alle haben Kopfhörer und alle hören, glaube ich, auch ihr eigenes. Es gibt 2 Versionen. Es gibt die, die ein DJ, voll DJing, Channels haben, so 4. Genau, effektiv Musik auflegt, wo alle die gleich hören. Und dann gibt es aber auch wirklich so ganz abgespaced Zeugs, wo alle ihre eigene Musik hören und sie tanzen so. Und sie sind so, aber weißt, das ist einfach auch so typisch, so hey, muted Disco, so, also muted Party, yeah. New York, Central Park. Und ich bin so in der Olmenhalle St. Gallen in der Säulebahn gewesen. Ja. Yeah. Aber hey, es war mega geil. Also, es ist wirklich stimmig am Brennen. Und ich sehe es schon irgendwie, eben, man, einfach, man hat ja nicht zu viel Auswahl, aber ja, es ist voll gegangen. Okay, fahr dich heute. Hey, auf jeden Fall bin ich aber natürlich dann die gewesen, die bis am Schluss geblieben ist und aufgekommen hat. Das ist, dort habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt. Ja, das Ding ist wie, sie haben halt. Ja, und vor allem, man räumt doch immer eine Party noch auf. Egal, wie lange sie geht, du gehst nicht schlafen und machst erst am nächsten Morgen, weil das ist noch viel schlimmer. Den Fehler habe ich immer gemacht. Immer. Ja, nein. Es schießt dich wirklich so 3-mal mehr. Und vor allem, muss es dann noch machen, wenn es nur 1-2 Leute umeinander hat. Weil da habe ich auch bei der ersten Party den Fehler gemacht, dass ich wie gewartet habe, bis alle gegangen sind. Und dann machst du alles allein. Voll, dann bist du so jetzt Shit. Und dann habe ich ihr da geholfen. Und sie war so undankbar gewesen. Hat sie das gehört? Eigentlich war es gar nicht so ein Feel-Good-Moment, jetzt, wenn ich es gerade so sage. Es ist irgendwie mehr Hate dabei als aber gut. Aber es ist gut, es ist richtig, es fängt an mit einem Feel-Good und wenn du zu lange darüber redest, kommt alles an Groll kommt führen. Und eigentlich ist es voll scheiße gewesen. Ja, aber kennst du nicht, wenn jemand fragt, hey, geht's gut? Und du fragst erst auch mit Ja und dann fängst du darüber so an und denkst auch, alles so gesehen ist. So, Oh mein Gott, ich habe einmal einen getroffen, per Zufall, den ich von der Schule kennt habe, von früher, läuft bei meiner Großmutter irgendwie raus und ich will so, hey, geht's gut? Und er so, nein, voll nicht. Ich bin irgendwie, letzte Woche bin ich mit dem Auto gegen einen Baum gefahren. Weißt du, die schlimmste Geschichte ever. Und ich so, okay, aber die Interaktion ist, wenn ich sage, geht's gut, ist einfach, ja. Wenn man zweites Mal fragt, aber jetzt wirklich, wie geht's dir? Dann vielleicht, weißt du? Das stimmt. Ja, mir geht's gut, finde ich. Ich bin auch immer so ein bisschen überfordert, weil ich will nicht nur sagen, ja. Yeah. Meistens sage ich so, ja, aber ist gerade ein bisschen stressig. Und dann weiss ich, dann droppe ich so etwas und dann, wenn die Person nachfragt, dann ist es gut. Und wenn nicht, ist doch auch genau, gut. Genau, du hast so die Angel so halb fest ins Wasser geschmissen. Bin ich den Baum gefahren. Das Geile wäre gewesen, du fragst dich, wie heisst du nochmal? Das habe ich mich nur im Kopf gefragt. Oh nein! Nein. Was hast denn du gesagt? Also, und ich so, es tut mir leid. Also ich habe dann natürlich schon, weißt du, ich habe dann schon drauf eingelassen. So, ja, okay, oder? Gut. Also hast du dann auch etwas Schlimmes erzählt? So im Gegenzug. Weil ich habe ich, so, ja, ich kenne es. Ich habe eine Platte gehabt in meinem Velo. Weißt du, nein! Was willst du? Ja, hast du nicht auch das Gefühl, du musst einmal so drauf einsteigen, so ein bisschen, wenn es über dem Scheiße geht, dann musst du ja wie auch, du kannst nicht sagen, hey, ich habe den besten Tag von meinem Leben. Nein, ich rede dann einfach nicht mehr. Aha, okay. Also ich erzähle dann einfach nichts mehr. So. Nein, noch schlimmer ist, wenn du zuerst erzählst, wie grossartig, wie grossartig es dir geht. Und danach sagen sie, voll scheiße. Ja, vor allem, ich habe auch da letztens gehabt, dass ich wie so eine Kollegin getroffen habe. Also ich spiele ja Unihockey und dann droppe ich immer so alle 3 Monate wieder mal so in den Verein rein. Und dann bin ich wieder so, hey, wie läuft, ich bin verpasst, jetzt sich über ihren Freund drin. Und die eine so, ja, voll ich. Und die andere so, ja, ich auch. Und ich so, ja, ich auch, stellt euch vor. Und sie so, Rina, nein, for real, gerade letzte Woche. Und ich so, scheiße. Und die sind so 10 Jahre zusammen gewesen oder so. Wirklich? Und es ist wie so, Alter, dann habe ich auch nicht mehr fragen können, warum. Und noch mehr Details, die mich eigentlich viel mehr interessiert hätten. Aber ja, nein, das passiert mir noch oft. Scheiße. Ja.
gut. Also in dem Fall, wenn man das als erstes viel gut verstehen lassen, die 18. Geburtstag von deiner Schwester. Das ist gut. Okay. Verzeihst du jetzt auch als viel gut? Nein, eigentlich nicht. Aber also. Also erzähl doch du. Das willst du noch mal überlegen, gell? Ja. Mann. Auf den Ball überspielen. Ja. Hey, ich bin oft bei Musik bin ich bei viel gut. Ja. Ich habe in einer Solo-Folge habe ich schon mal erwähnt und jetzt habe ich aber gerade wieder. Ich lieb's, wenn du wirklich etwas Neues entdeckst an Musik. Ja. Und es ist so, wenn du danach suchst, findest du es weniger, wie wenn es auf einmal wie passiert. Voll. Und dann flasht es dich so hart. Und ich hatte das jetzt gerade mit, wie heißt die Band? Half Moon Run, glaube ich. Kannst du mal schnell schauen, sollte, ob die wirklich wie, so heißen. Wie schreibt man das? Half? Half Moon. Moon? Also alles, ein Wort. Half Run. Run. Ja. Half Moon Run. Das ist, glaube ich, so eine skandinavische. Moment, was immer. Moment. Ui. Können wir es? Nein, hören können wir es, glaube ich, nicht, weil sonst. Nein, ja. Also, ja. Ich kann es ja gerade nicht auf den Bildschirm nehmen, weil der Moment, mal schnell. Ja, weil der Bildschirm noch nicht mal an ist. Ah, ist cool. Der ist an, gewesen, aber hat sich abgeschaltet. Moment, jetzt kommt er wieder. Yep. Ah, ja. Ja, das ist ziemlich sicher die Band. Okay, und die haben gerade irgendeine EP rausgebracht, irgendetwas in the Tree. Indie Pop, da man immer aufschreiben im Fall. Half Moon Run. Gib mal eine Tree. Live from the Treehouse. Da und zum Beispiel gerade das Lied, Nine Beat. Das, oh mein Gott, das ist wirklich so. Gefühlt fliege ich weg bei diesem Lied. Ja, da hatte ich auch das letzte Mal bei der Band. Also es ist eigentlich auch meine Lieblingsband, aber sie sind wieder ein neues Album gedroppt. Ja. Leoniden heisst es. Ich weiß nicht, ob du auch googeln willst. Leoniden? Ja, yes, das ist eine deutsche Indie-Pop-Band. Ich dachte, du kommst jetzt mit Mickey Krause. Wer ist Mickey Krause? Das ist eine Ballermann-Tour. Oh nein. Die Leoniden. Yes. Da. Sie sind auch Band. Mega, mega cool. Ah, ich liebe sie. Aus Kiel. Okay. Yes. Und sie machen einfach so geile Musik. Und ich weiß auch nicht. Aber ich habe das gar nicht schon mal jemand am Synthesizer. Das gefällt mir immer. Ein Synthesizer. Ja. Und sie haben Vinyl. Das gefällt mir auch. Ja. Ja, ich glaube, das sind alle Indie-Bands. Nicht? Das ist doch so ihres Ding. Ja. Hattest du auch gerne mal von einem. Wenn du denn die Solo-Dose hast, was ja sehr bald ist, hättest du ja gerne mal von einem Solo ein Vinyl. Stimmt, du könntest da ja auch. Da habe ich gar nicht überlegt im Fall, dass du. Für mich ist ja nur Musik da drauf. Ja. Yeah. Aber ich könnte auch. Ja, das Ding ist einfach, ich bräuchte einen Plattenspieler. Und das ist einfach so. Ich habe schon wirklich oft, bin ich so in Plattenläden gestanden und denke, boah, die Platte sieht so geil aus. Und dann, aber das Ding ist, ich brauche einen Plattenspieler und wenn ich dann einen Plattenspieler habe, muss ich auch meine Platte haben, ich muss für das dann Geld haben und investieren. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich die Person bin, die sich Zeit nimmt und anhockt und so eine Platte lässt. Und darum... Das Beste. Aber ja, ich würde gerne jemand, so jemand sein. So, in meiner Idealvorstellung hocke ich so vor meinem Feuer und lasse Vinylplatte. Yeah. Vinyl? Vinyl. Weinplatte. Eine Platte. Nein, aber nein, irgendwie. Ich glaube, wenn ich so älter bin, mache ich das mal. Hey, ich habe es wieder. Ich habe es auch lange nicht gemacht. Ja. Und ja. Okay, Leoniden gebe ich mir und Half Moon Run. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie geheißen. Kannst du denn den Podcast nachher hören? Ja, das ist gut. Was haben wir jetzt geheißen? Nachher hören. Nein, darum würde ich sagen, das ist gerade immediate feel good. Nice. Kennst du Foster the People? Ja. Nein, ich kenne nur The Gardeners and the Trees oder so heisst es. Ja, die sind aus Winterthur, oder? Ah, echt sogar? Ich meine, immer von St. Gallen. Oder St. Gallen, Entschuldigung. Ach, keine. Ich habe sie nicht mehr im Open Air St. Gallen bei gesehen. Bei mir ist, weißt du, nach Zürich ist alles östlich. Ist einfach Winter. Nein, das sind Amis, Foster the People. Und die gibt es schon mittlerweile recht lang, wenn man so will. Ja. Nämlich so seit der 2000er. Und von ihrem ersten Album haben jetzt auch wieder auf so ein paar Songs wieder verlosen. Ich glaube, die haben gerade ein neues Album draussen, habe ich etwas gehört. Genau. Aber das neue Album ist eben so Medium.
Aber durch das bin ich, glaube ich, wieder drauf gekommen, dass ich sie wieder mal hören könnte. Das ist auch ein sehr geiles Gefühl, so ein altes Lied weiterentdecken. Dann bist du wirklich so in dem... Richtig. Ah, ja. Ja. Und am besten ist die Mischung, und das habe ich jetzt beim einen Lied von Ihnen, ist so, du hast so 20-30% das Gefühl von damals, mhm. aber es ist nicht nur die Erinnerung ja. von damals, sondern du verknüpfst jetzt schon wieder neu mega. Mit der jetzigen Zeit. Voll. Und das ist super geil. Das ist echt mega geil. Vor allem... Habe ich eine recht geile Phase gehabt, wo ich richtig ein paar geile Lieder gehört habe. Yeah. Und ich bin halt jemand, ich lasse dann wie so ein Lied 20 Mal am Tag, weil ich es richtig gut finde. Yeah. Und jetzt aber merke ich, dass ich mich langsam mit dieser Ära nähere, wo ich so ein bisschen nichts mehr zum Hören habe. Und das finde ich so eine ganz schlimme Phase. Yeah. Du hast kein Lied mehr Bock hast, du findest auch nichts mehr. Und Spotify Mix der Woche enttäuscht dich auch. Genau, weil eben dann fährst du auch suchen und bist so. Genau. Bist du ein bisschen so, keine Ahnung. So, du fix, du bist dann so, fuck, ich brauche etwas Neues, oder? Mhm. Und das habe ich irgendwie eben gehabt, und dann habe ich aber nicht bewusst gesucht. Und dann ja. einfach per Zufall komme ich auf die Half Moon Run nice. Band. Das ist schon geil. Und die komische EP, wo sie live in der Treehouse machen. Eben super Indie, hipster Shit. Live in der Treehouse. Ja, wir müssen noch mal hören. Yeah. Hey, da ist sie wieder mal, die überraschende Unterbrechung zumindest in der Folge. Ganz kurze Info für die, die es noch nicht gehört haben oder nicht haben wollen hören. Mein aktuelles Programm Zero hat noch mal ein paar Tourtermine. Die meisten sind auch schon im Vorverkauf. Jetzt auf www.joelvonmutzenbecher.ch. Ganz tolle Support-Acts dabei. Leila Ladari, Benjamin Delay, Matteo Gutenrath, Josa Brizza und Teddy Hall. Also könnt schnell jetzt Tickets kaufen und dann könnt ihr die Folge weiterhören. Bis dann! Andere viel gut. Jetzt bist du wieder dran. Viel gut zwei. Ich mache wieder voll viel Sport. Mhm. Da ist wie so, es ist mega 0815. Jede wird mehr Sport machen. Aber ich habe einfach gemerkt, seit ich Comedy mache, ist ja mega so etwas gewesen. Comedy hat wie Sport ersetzt bei mir. So yeah. Weil, ich meine, du bist ja auch fertig mit dem Auftritt, aber ja nur so ein bisschen mental und nicht unbedingt physisch. Also gut, ich mache jetzt auch nicht mehr. Vielleicht ein Rob Spence ist vielleicht auch physisch fertig, aber. Oh yeah! Es ist wie so. Bei mir eher weniger. Und jetzt habe ich mir aber probiert, trotzdem mega viel Sport wieder machen und verschiedenes Sport und auch mal allein in Sport gehen. Yeah. Weil ich bin gar kein Fitnessraum-Typ, eben. Das kann ich gar nicht. Es muss mich wie. Es muss wie ein Spiel dabei sein, dass ich wie so den Ehrgeiz mitpackt. Und darum gehe ich jetzt wieder öfters ins Unihockey. Und das macht mich glücklich. Was hat man für Positionen im Unihockey? Hey, ich bin Goalie. Mega simpel. Ah, okay. Voll. Ja, das ist immer so, wenn du anfängst Unihockey zu spielen bei den Junioren, das schlechteste Kind auf dem Feld, du hast halt so ins Goal. Und wirklich? Hey, schon ein bisschen. Ich bin halt so ist das nicht so eine... schwach gewesen. Ist nicht eine mega Leistung, wenn man im Goal ist? Wenn du gut bist, schon. Aber ich meine, gut, ich finde, im Gegensatz zu anderen Sportarten hast du wie im Unihockey noch so eine Chance. Ich finde, so jeder Handball-Goalie ist doch wie so. Es ist doch so, wenn du 50 Goal überkommst. Aber der Punkt ist doch wie so. Warum? Ja, also. Ja, das ist dann halt wie. Das ist wie. Das Abnormale, dass der eine mal abwehrst. Ja, oder? Das stimmt, dem bist krass. Und das ist ja dann eigentlich das Geile. Ja, das also ist eigentlich, du kannst mehr gewinnen. Es ist eigentlich wie Penaltyschieß im Fußball. Ja, oder? Das stimmt. Ja, der Penaltyschieß eigentlich auch in jedem Sport, glaube ich. Das ist ja immer so. Yeah. Ich glaube, bei uns haben wir immer so 1 gegen 0 halt, weil du bist eigentlich als Goalie, du zählst schon wie nicht als Spieler. Aber lustig, wie es im Eishockey finde ich, Penalty ist nicht so ein riesen Vorteil wie in anderen Sportarten. Ja, das stimmt. Unihockey weiß ich nicht. Unihockey, ja. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ein Fußballpenalty ist einfacher als ein Unihockey-Penalty. Yeah. Weil bei Unihockey musst du schon richtig, richtig gut sein. Und jetzt bei einem Fußball kannst du wie immer noch. Weil du musst dich einfach für eine Seite entscheiden. Und im Unihockey hast du aber... Und du musst halt noch in die Seite treffen. Ja, und du musst wieder treffen. Das ist der andere Punkt. Aber als Goalie bist du wie so... Gut, ich bin halt mega klein. Das ist halt wie so ein bisschen das andere. Aber... Wieso ja. bist denn du im Goal? Ja, weil im Unihockey ist das einzige Sport, dort, wo man als kleiner Mensch noch Chance hat im Goal. Ah, ja? Du bist ja wie auf den Knien zum einen. Yeah. Dann sind ja alle schon mal so ein bisschen normiert von der Größe her. Okay. Und du hast halt wie eine Ausrüstung, die so ein bisschen runterlampen. Dann nimmt auch so ein bisschen Masse dazu. Und mit Reflex kannst du viel wegmachen und so Winkel und so. Hast du dann extra zu grosse Ausrüstung, damit du noch ein bisschen mehr abdeckst? Hey, schon im Fall. Ja. Also sie sind auch immer zu gross halt geschnitten quasi. Mhm. Ja, voll. Nein, ich finde Unihockey, es ist so ein bündiger Sportart, aber ich habe es irgendwie schon noch mega gern. Ey, ich bin ganz ehrlich, ich habe Unihockey an sich spannend gefunden, aber das ist das mit denen so halb, mit denen so Gitterbälle, oder? Ja, mit den Löchern. Ja,
Und die habe ich immer so scheiße gefunden. Ich fand, das sind die dümmsten Bälle. Ich habe es richtig dumm gefunden. Darum habe ich glaub, nie wirklich Bock auf Unihockey. Ich habe es voll geil gefunden, sie sind so leicht. Und trotzdem aber eine gute Größe so. Ich meine, klar, es hat schon sehr weh, wenn du sie abbekommst, aber nicht so weh, wie wenn du einen Fußball yeah. so an deinen Kopf überkommst. Nein, Unihockey ist schon, es ist halt immer so mega schnell. Ja. Yeah. Und ich glaube, das Einzige ist halt, wie du kannst nicht einfach so irgendwo spielen. Und eben, es ist sehr teuer, die Ausrüstung. Ja. Yeah. Du kannst nicht sehr, also du bist nicht mega flexibel mit dem. Ich glaube, das ist das, was mich so ein bisschen gestresst hat. Ja, voll. Aber jetzt bist du wieder voll drin. Jetzt bin ich wieder voll drin. Und das ist mega nice. Und sonst etwas an Sport? Hey, Badminton bin ich letztens. Das ist auch nice. Ich war ein bisschen beleidigt, weil jemand gemeint hat, die Person findet, dass das kein Sportort ist. Wieso? Ja, also Federball im Park ist weniger Sport als Badminton. So, ja, voll. Aber Badminton ist schon Sport. Gell? Also ich finde, Squash ist sogar weniger Sport für mich als Badminton. Also weil Tennis ist ja wirklich klar, aber Badminton ist einfach die schneller Variante irgendwie davon, die leichter und dynamischer. Und aber Squash oder Paddle ist auch so. Ich wollte gerade sagen. Paddle ist ganz schlimm. Ich finde es schlimm. Hey, es ist nicht. Nein, ich kenne Leute, die das machen, die ich gerne habe. Darum kann ich jetzt nicht sagen, es ist schlimm. Aber es ist schon echt speziell. So. Oh gut, ich spiele Unihockey. Was sage ich da eigentlich? Wie findest du es denn? Du bist schon mal gepaddelt. Bis jetzt aber noch nicht. Okay, ja, und nicht. In irgendeinem Podcast haben wir es jetzt gerade davor gehabt. Ich habe mega viele Leute in meinem Umfeld, die es machen. Mhm. Und ich habe wie so. Weißt du, ich glaube, die zwei, drei Mal, wo ich gefragt worden bin, habe ich nicht können. Ah. Und jetzt sind alle viel zu gut. Und jetzt will niemand natürlich irgendeinen Noob mitnehmen, wenn sie mal jemanden brauchen. Und sie finden immer jemanden. Weißt? Und dann gehst du quasi zu viert. Und darum habe ich es bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe das Gefühl, es würde mir Spass machen, weil Squash habe ich auch immer geliebt. Ja, Squash. Also Squash geht auf die grusigsten Verletzungen. Ja, voll. Oh mein Gott, ich bin einmal mit einem gesehen, der ist ein bisschen zu fest quasi in die Wand und hat die härteste Platzwunde gehabt, so über der Augenbraue, auf die ganze Braue offen. Alter. Einfach weil er halt gegen Rohbeton gekracht ist mit seinem Grind. Und du bist so, okay, das ist vielleicht auch ein Sport mit Helm? Ja, stimmt. Wir sind Leute beim Squash und Helm. Ja, ich glaube auch, dass wie bei mir war, ich glaube, ich bin zum einen, als ich das erste Mal gesquasht habe, bin ich ein bisschen schlecht gewesen, gegen so einen 12-Jährigen. Und dann ist, glaube ich, mein Ego ein bisschen verletzt gewesen. Ich glaube, seit dort ist das so ein bisschen offene Wunde. Und ich verbinde Paddle halt auch mit dem. Vielleicht bin ich auch ein bisschen traurig, dass mich bis jetzt noch niemand gefragt hat. Und Tischtennis? Tischtennis liebe ich. Das ist sehr geil. Jetzt sind wir wieder auch, ich bin Familie, die Schwester von meinem Freund. Ah, das ist auch ein viel guter Moment. Die Schwester von meinem Freund hat Geburtstag gehabt. Und dann haben wir wie, sind seine Cousins so gekommen und die sind halt alle klein und herzig, so 13 abwärts, so 8, 10 und 12 oder so. Und dann haben wir auch mit ihnen so Rundlauf gespielt. Und ich war ziemlich gut manchmal. Und das ist natürlich so, ich weiss, es ist nur ein 8-Jähriger und ich sollte schon gewinnen gegen den, aber es ist trotzdem so ein kleiner Ego-Push. Ich verstehe es. Gell? Es ist wie so, und du darfst aber nicht anmerken lassen, dass das so viel bedeutet in dem Moment. Und dann kennst du auch, wenn du gut spielst, aber so tust, als ob du schlecht spielst, aber dabei immer noch gut spielst. Ja, ja. Das ist so das gewesen. Ja, ja. Und so, ich habe gar nicht richtig den Ball getroffen. Ja, genau. Wie hast du zu Abend geschmettert? Oder du tust, als ob du keine Mühe gegeben hast, aber eigentlich hast du mega viel Mühe gegeben, aber du hast trotzdem nicht den Ball verwünscht. Dann bist du wieder so, jetzt muss ich wieder ein bisschen Gas geben. Und dann bist du wieder so, scheiße, jetzt bist du ein aufholen, Mann. Ja. Das hatte ich an deinem Kindergeburtstag gehabt, ich hatte Fußball dabei gehabt. Und dann hat es sich irgendwann so ergeben, dass quasi, der hat wie 1 gegen 1 gegen mich machen. So. Weißt? Und ich musste nur verteidigen. Und ich bin einfach halt, da gestanden, ich habe mir so den Fuß dazwischen gegeben. Und dann habe ich gemerkt, er meint es voll ernst. Oh, weißt du, da habe ich irgendwie so 11 gesehen oder so. Oh, und der hat es richtig so gegen mich gedrückt und dann hat er so mega so geschnauft und dann hat er so seine Trickli gemacht. Oder? Und ich wirklich auf da gestanden so. Und dort haben wir wirklich keine Mühe gegeben. Also. Aber ich habe es umso lustiger gefunden. Weil so. Und dann habe ich mir einfach überlegt und so, fuck, ich bin genau gleich gesehen. Also, voll. Mega am Fall. Also vor allem, ich sogar dort an dem Geburtstag, 10 Minuten später, bin ich gegen meinen Freund am Antreten gewesen. Ich mache dich fertig. Und er hat halt so gnadenlos fertig gemacht.
und hat auch nicht 100% gegeben. Und mir so gesehen, okay, ich bin eigentlich nicht viel besser. Aber es ist halt auch, Ping-Pong ist auch so, man hat so schnelles Gefühl, man kann da doch auch. Und das finde ich aber auch das Coole dran. Ja, das stimmt. Ja, du kannst schon schnell mitspielen, aber es sind aber auch so Ping-Pong-Maschinen, weißt du, wo so Bälle schiesst. Oh, und okay. Rotiert und yeah. Du kannst Topspin und so einstellen. Und das ist eben schon, sie sind eben schon heftige Ping-Pong-Familie. Ah, oh, okay. Wo auch so, weißt du, kennst du die Leute, die so mit dem Schläger so unter der Platte, die machen so yeah. Den Slice und yeah. Dann kommt der so, ja, sie spielen wirklich sehr, ja, nasty. Das hasse ich. Wenn der ja. Ball, er kommt gerade und dann spickt er so weg. Voll. Und du hast wie nichts dagegen. Du weißt es eigentlich, ja, aber voll. Es ist vorbei. Ja. Und man sieht einfach so, so blöd dabei aus. Weißt du, was ich meine? Es ist ja so, es sieht mega aus, als ob du den Ball nicht richtig getroffen hast und du weißt genau, was passiert ist. Und, ja. Aber habe ich immer cool gefunden, so, weißt, so Reels, wo dann auf einmal so ein Ping-Pong-Video kommt. Ja. Von so einem härtesten Move, den du jemals gesehen hast. Und hey. Du musst irgendwie, du musst ein 17 Mal schauen, weil du checkst voll. Gar nicht, was passiert ist. Voll. Sogar so die Slow-Mo-Version ist da zu schnell. Genau. Und darum bist du wie so, ja, bist auch in dem, während Olympia so in dem Bubble drin gewesen. Ich habe wirklich jeden Sport angeschaut, auch Autistinis, alles. Es war wirklich so spannend gewesen. Ja. Hast du einen neuen Sport entdeckt während Olympia, wo du gefunden hast, das musst du jetzt... Muss ich mal verfolgen. Das musst du jetzt, in 4 Jahren musst du das wieder schauen. Hey, Rudern, habe ich gedacht. Also ich habe mir schon gedacht, Rudern ist schon spannend. Ist halt also so Teamrudern, wo sie so... Oder aber einzeln, alle, alles... Ich habe nur, ja. Hab nur eins gesehen, so Kajak, Kanu, irgendwas so. Ah ja, so Rafting und so. Ja, wo sie durch so Dörli so fahren. Ja, wo sie um den Kopf und dann oh macht sie Gott. So. Das ist schon sehr heftig. Aber weiss ich mal, zum Teil denke ich einfach, es sieht einfach so... Zum Teil, ich weiss, das sind Profi-Athleten, aber es sieht einfach nicht profimäßig aus. Vor allem, was mich dort so erstaunt hat, ich meine, ich schaue zum Beispiel Formel 1, im Winter schaue ich ab und zu ein bisschen Ski oder so. Und dann hat ich so auf eine Abfahrt von einer Minute 30 oder so. Weißt du, sind so 2 Sekunden, ist so das Maximum, oder? Voll, ja. Und dann hat so das komische Rafting-Ruder-Ding. Und dann hat jemand hat 95 Sekunden und jemand hat 1 Minute. Nein, 95 Sekunden sind ja schon 1 Minute 35. Also, sag mal, 55 Sekunden und dann hat jemand 2 Minuten 13. Weißt? Ja. Und du bist so, hä? Wieso sind ja beide dort? Ich finde immer so, die Wellen kommen ja auch irgendwie in einem Zufall. Also, ja. Nicht immer Zufall. Ich denke immer so, ist es, also ja, eben, es ist schon nicht fair, aber boah, Ski, ich freue mich im Fall so fest auf die Ski. Also, ich liebe Ski schauen, glaube ich. Ski schauen? Mhm. Ich schaue mega gerne Sport. Es gibt mir so den Adrenalinkick, den ich manchmal brauche, so im Tag. Das verstehe ich, absolut. Und ich weiss, als die Skisaison letztes Jahr vorbei war, jedes Wochenende hat so etwas gefehlt. Ja. Kennst du da, wenn einfach so eine Leere da ist, wo so, was mache ich jetzt an meinem Samstag? Jetzt ist gerade die 3 Wochen Formel 1 Pause. Oh, ja, okay, was schaust du einmal? Hast du da so einen Ersatz? Ach gut, ich schaue so viel. Ja, ich schaue sehr viel Sport. Ja. Was schaust du so, gibt es so etwas, wo du so flexen kannst? Weil manchmal habe ich auch so, ich schaue im Fall das. Und du weißt so, ja, da machen nicht viel und aha. Ich bin voll cool damit, weil du nicht Mainstream bist. Ich weiß nicht, NBA habe ich oft einen Kollegen, der sehr intensiv schaut. Mehr als ich. Das heisst, der hat dann auch mehr Ahnung. Dann American Football steige ich immer so ein bisschen später in die Saison ein. Mhm. Weil das Problem ist, wenn du jetzt früh anfängst, dann bist du einfach nur noch am American Football schauen. Ja, voll. Und es geht ewig. Und ich bin dann so, ab den Playoffs bin ich gerne dabei. Mhm. Und es sind mir viel zu viele Leute. Das heisst, ich kenne die Leute alle nicht, weißt du? Ja, klar. Darum habe ich gerne zum Beispiel Basketball eben, weil es sind einfach 5 pro Team, die starten, oder? Ja, und beim Football ist dann wirklich so, ja, da, weiß nicht, der Johnson, der ist ja eine Riesenmaschine. Und ich denke so, okay. Und dann ist es einfach so eine in der Verteidigungslinie, wo einfach die Leute wegräumt. Weißt? Ich habe keine Ahnung von denen. Ich kenne knapp die Quarterbacks. Hey, ich finde es auch spannend zum Zuhören, aber aktiv verfolgen tue ich es gar nicht. Es sind auch eben zu viele Leute. Und, ja. Und UFC? Ja. Und eben Formel 1? Und Fußball, aber halt so hauptsächlich FCB? Ja. Aber jetzt, mit dem kann ich jetzt flex. Achtung, jetzt habe ich noch angefangen, Golf zu schauen. Nein! Ja. Ich spiele schon, aber jetzt schaue ich es auch noch. Okay, wenn du auch schon spielst, dann habe ich in der Olympia mega viel Staffel geschaut, wo sie mega gut war auf einmal. Nicht Venezuela, die anderen.
Was? Was? Beim Golf? Mhm. Es ist doch die. Eben, es sind ja zwei Frauen bei der Schweiz gestartet. Ja. Und die eine ist schon hure gut getan. Ja. Bis ich Tag drei. Irgendein französischer Name. Aber ja, dort habe ich es echt geschaut. Ja. Yeah. Und nachher hat sie es verkackt, nachher habe ich nicht mehr geschaut. Da bin ich richtig so ein Erfolgsfan gewesen. Und Breakdance? Ja. Ja, da bin ich, weißt du, kennst du Valerio Masso? Ja. Er hat wie so eine Show gehabt, wo er wie die ganze Zeit so Olympiasport moderiert hat. Aber yeah. Wie so, er hat wieder Ton abgeschaltet und quasi wieder selber Regeln erfunden. Yes. Da bin ich auch mal zu Gast gewesen, dann probiert Breakdance moderieren. Und dann ist die Australierin gekommen. Und ja, dann ist die Australierin gekommen. Sicher nein, nicht? Hat ihr das live gesehen? Ah, nein, wir haben es vorher gesehen. Okay. Und wir einfach, also, nein. Es ist halt wie so gewesen. Wir haben einfach gar nichts gecheckt. Wir haben fast ein bisschen zu wenig davon gecheckt, zum kommentieren. Weil ja, die Frage war, zum Teil haben die Leute so 30 und 0 Punkte gehabt. Und dann war es so gewesen, so, hey, es ist schon gut gewesen, aber ist es jetzt auch super? Ist es so gewollt? Und nein, oh, ein Joke, der hat mir mega leid getan. Wir durften eine Regel erfinden. Aha. Und dann habe ich wie so gesagt, ja, wenn du nur mit einem Bein stehst, irgendwie, oder wenn du zu lang auf einem Bein stehst, gibt es 5 Minuspunkte oder so. Mhm. Und dann in der Pause sind einfach Leute gekommen, die halt, wie sagen wir, eigentlich behindert waren quasi. Und weil zum Beispiel jemand hat halt nur ein Bein gehabt. Mhm. Und dann haben wir noch halt ein Zuschauer anfangen zu lachen, weil ich etwa 5 Sekunden vor der gesagt habe, wieder ein Bein. Und dann ist halt eher so gekommen. Und yeah. Oh, so fett Netflix. Aber so hat er es lustig gefunden? Ja, ja, es sind alle lustig gefunden. Okay. Es ist von dem her okay gewesen. Aber es hat auch nur so eine kleine awkward Silence gegeben, wo man so nicht sagt, dürfen wir jetzt lachen? Ich finde es eigentlich alle lustig, aber es ist auch hure böse. Und ich bin auch so, ich habe mir so leid. Ah ja. Auf jeden Fall, nein, freue ich mich auf die G-Saison. Ja, yes. Ich schaue lieber, also Abfahrten finde ich auch noch geil, aber ich finde vor allem so, so Halfpipe, ja, okay. Snowboard, X-Games, ja, so Slopestyle ist schon sehr cool zu mal zuschauen, das und, stimmt. Und das sage ich immer, das muss ich allen Menschen empfehlen, wenn mal so etwas ist, auf ORF schauen. Nein. Weil Österreicher, ein 1080 Gorg School, da ist er mit dem Indie-Grab in der Luft. Geil! Ein guter Mac-Flip. Mac-Flip. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Mac-Flip. So. Es gibt doch irgend so, irgendein Trick heißt Mac irgendetwas. Geil. Das stimmt, manchmal sehe ich auf Insta so ORF-Kommentatoren, die halt auch über so Schweizer oder so kommentieren. Ja. Es klingt schon hure geil. Sie oft so, sobald sie etwas Englisch mir sagen, ja. Brauchst du eigentlich das. Ja. Also weißt du, kannst du auch über Basketball, oder? No. So. Ja. Ein guter No-Look-Pass. So geil. Ich habe immer so das Gefühl, also immer mein Eiskönig, es ist immer der gleiche. Es ist immer so der Eint. Das habe ich aber bei der Schweiz das Gefühl. Da habe ich wirklich das Gefühl, okay, ja. Da ist jetzt ist ein Abu Dhabi, ist ja Formel 1 kommentieren. Ja. Und jetzt tut er irgendein Indoor-Badminton tut er auch noch kommentieren. Das stimmt. Ja, echt. Also, außer der Experte, weil das ist dann immer so jemand, der noch nie in einem Mikrofon geredet hat. Voll. Und sie sind dann so, ja, das ist jetzt eine schöne, irgendwie eine schöne Rechtskurve gesehen. Und du bist so, was? Wo? Ja? Aber ich liebe es auch, wenn immer so der Sascha Ruf etwas kommentiert, wo nicht Fußball ist, und dann ist aber mit einem Experte. Genau. Und das war bei Beachvolleyball so geil gewesen. Da hat er zum Teil moderiert. Und er ist schon völlig ausgerascht. Und sie nimmt also eigentlich war es halt schon gut gewesen. Oder eigentlich ist es einfach nicht so gut gewesen. Das ist meine Lieblingsgeschichte ist, der Benny Thurnherr hat vor weiss ich wie vielen Jahren, kennst du noch den Benny Thurnherr? Ja. Da hat irgendwann mal müssen, ich glaube, einspringen für Curling. Okay? Und hat auch irgendeine Expertin dabei gehabt. Oder Experte, weiß ich nicht mehr. Und es ist sehr offensichtlich gesehen, dass Benny Thurnherr keine Ahnung von Curling hat. Sprich, er hat natürlich schnell so die Regeln gelesen. Und danach hat irgendwie wird so der erste Stein geschoben, ja, weiß ich auch nicht, wie man es nennt. Geworfen. Ja, doch. Curled. Und, und dann hast du ja am Schluss hast du das runde Zielschiebeding. Das Haus, oder wie sagt man dem? Genau, das Haus. Ja. Und danach hat Curled
den Stein so vor das Haus und dann hat rastet der Turner voll aus sein. Oh nein! Der ist viel zu kurz! Nein! Nicht mal im Haus! Und dann hat seine irgendwie Expertin so. Ja nein, das ist eigentlich das ist gut gewesen so, das ist nämlich ein Guard. Zum quasi halt über das fucking Haus abdecken. Ich habe zu wenig Ahnung von Curling. Aber, ja, aber ich habe ein bisschen mehr Ahnung, als der Benny Turner dort gehabt. Aber voll. Der ist wirklich erst so ausgerastet. Nein, viel zu kurz! Katastrophe! Oh Mann, das ist geil. Vor allem, ja, es ist halt echt so ein Spielzug, dass ich wie so, dass die Gag, ja. Ja, musst du schützen. Ja, in verzweifelten Moment habe ich echt auch, es ist gar nicht so unspannend zu schauen. Also Curling ist super geil, also ich find, schauen. Ja. Ich finde es echt zum Teil, vor allem, ich glaube, die Schweizer sind ja noch easy gut dabei. Yeah. Einmal nimmst du so nice. Ich finde es einfach geil, wie so, einfach so mit den die Schuhe finde ich so lustig. Sie hast du mal gemacht? Nein, noch nie. Ich glaube, das ist im Fall uhuere schwierig. Das ist voll geil. Ich mal, das macht so Spaß. Ich war mal ja VJ gewesen, oder hatte so eine Ausbildung. Ja. Yeah. Und dann hat es mich fast mal auf einen Curling-Dreh geschickt. Und yeah. Zum Glück konnte ich ihn an dem Tag nicht können, weil ich glaube, der andere gegangen ist jetzt uhuere auf die Schnauze genommen. Also wirklich konstant. Das ist ein mega lustiges Video. Ja, es geht eigentlich schon. Aber also, es ist nicht mega das Ding mit dem Gleichgewicht. Also du bist ja schon... Du bist eigentlich, idealerweise, bist wirklich wie so eine Eidechse, bist so richtig am Boden. Ja, voll. So, ja. Das macht huere Spass, wirklich. Ja, das glaube ich. Das es sieht schon geil. Mega gut aus. Also ich finde, wie so... Wir haben das mal im Berner Oberland haben das mal gemacht. Da kannst du wirklich so, kannst wie so eine Probe, also ich weiß nicht, wie sie es nennen. Das aber Probe-Curlen. Ja, also weißt du, dann kommt einer, wo wirklich so ein bisschen so, da, jetzt, da, da. Dann haben wir da ein Spaßchen. Und dann hast du es einfach mal gemacht. Das ist voll geil. Das ist also geil, Curling. Es gibt so viele Sportarten, wo eigentlich hure krass sein kannst, aber es bringt dir nichts. Und jetzt für Curling kann auch so ein bisschen, ich habe auch mit einem zusammen geschafft, dass ja, ich bin nur 20 Meister yeah. in dem gesehen. Bist du so gewesen, eigentlich bist du hure krass. Yeah. Du bist einfach so ein Meister von deinem Sport. Ich kenne einen, wo effektiv Olympiasieger geworden ist. Ja, voll. Und also ich kenne ihn halt einfach so als Dude und dann irgendwann sagt mein Vater so, der ist übrigens Olympiasieger geworden. Ja. Curling. Und ich so, ah, okay. Voll. Aber macht halt trotzdem einfach mega. Seinen Daily Job so in dem Stil, oder? Voll. Ich habe das immer gedacht bei, wie hat die geheißen? Simon Nikli Luder. Die ist OL. Ist die krasseste OL-Frau ever. Ich weiß nicht, wie viel mal irgendetwas sie gewonnen hat. Mhm. Und es ist immer so, weißt du, du schaust so Sportpanorama und dann wird immer sehen, irgendwie. Da, Achtung. Zwischen 2001 und 2013 23 Weltmeistertitel. Alter. Dann ist sie 2013 ist sie zurückgetreten. Okay. So, und jetzt ist einfach so. Ja, das ist einfach ihr Hobby. Und sie ist einfach die Beste in der Welt. So geil. Weißt? Dann ja, mega oft aber auch noch mit Leuten, die früher noch krass waren, weil ich glaube, Sportlerinnen sind ja oft. Mega früher halt schon pensioniert. Yeah. Doch ich glaube, mein Vater Kind. Pensioniert. Pensioniert, ja. Ja. Sportpension, ja. Und ich glaube, mein Vater kennt einfach Sonja Neff. Mm. Sie ist ja so mega krass. Sie kommt ja von der Gruppe, aus yeah. der gleichen Gemeinde wie ich. Okay. Und mein Vater kennt sie noch. Ich weiß, als Kind habe ich sie noch so hoch oft gesehen. Und seit jetzt so ein bisschen schauen, google ich auch immer so an, wer ist yeah. schön. Und dann lese ich so ihren Namen. Und ich bin so, hey, Papa, bist du nicht deine Kollegin? Und sie so, ja, das sage ich ja doch die ganze Zeit schon. Und jetzt habe ich einfach wie auch nicht so geglaubt. So wie so, als ob. Er spielt sie doch sicher auf oder so. Ja, ja, ja. Und eigentlich ist sie so hure krass und voll bekannt. Und ja, das ist halt schon... Auch in der Schweiz ist das halt nochmal so ein Ding. Habe ich nochmal, also ja, ich meine, dort wird auch jemand schnell krasses, ein nicht krass gemacht. Weißt du, was ich meine? Absolut. Wenn du so nicht Roger Federer bist. Aber sogar bei ihm habe ich das Gefühl gehabt, dass... In den ersten Jahren, wo er dann wirklich angefangen hat, Grand Slams gewinnen, mhm. ist so, wow, mega krass. Mhm. Und dann so in der Mittelphase, weißt du, so, wenn er, keine Ahnung, der 10. gewonnen hat, ja, voll. Ist für die Leute einfach so ein bisschen gesehen, ja, ja. Und ich hab das so absurd gefunden, weil ich habe dann Aufnahmen gesehen, wie er irgendwie auf Japan geht mhm. und alle dort rasten komplett aus. Und dann gibt es einen Empfang für ihn in Basel, wo er irgendwie, keine Ahnung, 13. Grand Slam gewonnen hat oder mhm. so. Und es läuft irgendwie so,
gefühlt 50 Leute mit Kuhglocken dort und sonst niemand, weißt? Und du denkst, wieso ist nicht der Platz bumsvoll voll. Und alle rasten komplett aus, sondern es wird auch, ist auch bei ihm noch immer so ein bisschen... Das stimmt. Das ist aber halt ein bisschen die Schweizer Mentalität. Ich glaube, vor allem, ich habe das Gefühl, er ist zum Teil fast jetzt krasser, als wo er noch gespielt gell? Hat. Jetzt ist er wirklich die Statue. Oder? Mega. Und vor allem, ich weiß nicht, aber in der ganzen Kindheit, du weißt so, ah ja, er gewinnt halt alle. Aber du bist wie so voll. Und dann, wenn er aufgehört hat, ist er so, shit, nein, oh mein Gott. Und jetzt auch, also... Eben, das ist halt so typisch Schweiz, nachdem du so etwas geleistet hast, nachdem du so abgeschlossen hast, dann bist du so, okay. Genau. Das zeigt, jetzt bist du. Und weißt du, was ich immer das Gefühl hatte? Mhm. Das ist vielleicht auch bei dir so, mit einer kleinen Gemeinde, auch schon in der Comedy. Ich habe immer das Gefühl, wenn du irgendetwas machst, musst du aus einem möglichst kleinen Ort kommen. Weil dann sind alle so voll supportive und finden so, voll. Yes, jemand von uns, weißt du? Hey, und sobald mega. Du aus einem größeren Ort bist aus der Schweiz, ist es einfach so, im Gegenteil, so, fick da, du. Das, ja, weißt du, was hat das Gefühl? Hey, mega. Ja, ich schwöre, vor allem, du bist ja wie so ihre Hoffnung. Und ich weiss noch, letztens sind ja so, ich glaube, in der Grube sind die höchsten Strompreise von der Schweiz. Und so viele Leute haben mir so Zeitungsartikel gesehen, und so, Grube. Und weißt du, es sind wir weg, die Schlagzeilen, haha. Und ich war so, oh wow, noch nie. Bin es ich glaub... du so viele Events dort machst, weißt du, die Strompreise offen. Ja. So, hey, fuck die. Vor allem, auf zwei identifizierst du dich auch viel mehr mit dem Ort, als ob du, also davor, nie. Yeah. Also es ist, klar, du kommst von dort, aber nachher an einem Punkt, das ist so ein Teil von deiner Persönlichkeit, dass du von dort kommst. Ja. Und vor allem merkst du auch erst, wenn du halt rausgehst, wie kleiner Ort war, von wo du kommst. So. Ich hab mehr so das Gefühl... Von wo bist denn du? Basel. Also von wo? Basel. Also von der Stadt Basel? Ja. Ah krass. Hey, aber dann kommst du ja gar nicht von einem kleinen Ort. Eben. Aha! Eben. Ich so, ja voll, du kennst da auch. Nein, ich kenn's aber nicht. Oh nein. Sondern ich habe das Gefühl, was bei mir schon oft passiert ist, wenn dann, also klar, es gibt mega viele positive Rückmeldungen, so, oder? Aber ja, es gibt dann ab und zu so Leute, weißt du, die das Gefühl haben, ich repräsentiere Basel nicht so, wie sie es gerne hatten. Mm-hmm. Weißt du, wie ich meine? Ja, mega fest, habe ich auch schon gehabt. Und an einem kleinen Ort ist es bei mir so, ah, Hauptsache es wird repräsentiert, oder? Mega. Dann jetzt auch gehabt, also einfach, wo ich habe beides jetzt schon gehabt. Es ist wie so Leute, die es mega cool finden, dass jemand halt einfach so eine große Schnarre hat quasi und rausgeht. Und es gibt andere Leute, die dann wie klare Vorstellungen haben, was für ein Bild man vermitteln sollte von dem Ort. Yeah. Und dass wir so das Gefühl haben, so, ach, das ist Schande. Hey, ich hatte das gehabt, bin ja am FCB-Match. Oh. Und dann kommt einer und das ist wirklich so knallvoll. Und das ist der Klassiker. Also, es fängt an mit einem Kompliment, weißt du? Und ich so, hey, machst du gut, bla, so, oder? Und ich so, danke vielmals. Und dann hat er so eine halbe Drohung auf aussprechen. Also, aber du musst schon ein bisschen aufpassen, was du so erzählst. Ja? Und ich so, was jetzt? Ja, was du über Basel sagst. Und ich so. Was sagst du über Basel? Eben, und ich so, was meinst du jetzt? Ja, ich muss einfach ein bisschen aufpassen. Und ich so, hast du mich schon mal live gesehen? Und dann hat er natürlich nein. Und dann habe ich gesagt, und vor allem, hast du mich schon mal außerhalb von Basel spielen gesehen? Weißt du überhaupt, also, ja, YouTube. Und ich so, das hat nichts damit zu tun, wenn ich dann im, weiß auch nicht, Appenzell Ausserrhoden spiele. Ja, voll. Aber das ist eh so, da weiß ich wahrscheinlich gar nicht. Also, weißt du, da weiß ich wahrscheinlich gar nicht, dass wir das Gespräch haben. Voll, ja, oh Gott. Da hatte ich auch schon gehabt, dass wir so, was war das? Dass jemand wie es rassistisch findet, wenn ich über das Appenzell Ausserrhoden schwätze. Ja. Wie ich einmal irgendeinen Incest-Joke gemacht habe. Klassiker. Hey, Klassiker. Aber es ist nicht einmal, es ist wie ein aus Versehen-Joke. Also kennst du das, wenn es nur eine Randbemerkung ist, es ist gar keine richtige Punchline gewesen. Und dann bin ich wie so mega verwirrt gewesen, weil es ist auch noch so im tiefsten Appenzell gewesen. Und kennst du die Leute, die zuerst so das Gefühl hast, ah, cool, und dann so, oh, das ist so ein Gespräch. Und das ist genau so verlaufen. Das ist aber drunter so, zuerst mega lieb, und dann merkst du, wie sich so ein bisschen Mut dreht. Ja. Und dann bist du ja so, okay. So, wie so in einem Mafia-Film, oder? Hey, mega. So mega liebe Rotschläge gern. Und du weißt,
Eigentlich ist jetzt schon die Knarre, ist mir jetzt schon an der Brust. Voll. Es ist wie so, eigentlich geht es nur noch, ja, dann musst du halt wie checken. Weil manchmal bin ich einfach so, ja, voll. Ja. Du hast recht. Oh. Ja, machen wir Fotos, was? Das ist wie so, oh Gott. Hast du oft, dass Leute mit dir Fotos machen wollen? Ja, definier oft. Also. Regelmäßig. Ja, regelmäßig. Ja. Weil, also, ich hatte jetzt zweimal jetzt gehabt und einfach so masslos überfordert. Vor allem die Vorstellung, dass ja jemand mit dir ein Foto haben will. Es kommt aber immer sehr auf die Konstellation drauf an. Mhm. Also, weißt du, wenn ich solo habe und dann stand ich nachher noch bei Merch. Ja, okay. Also, es ist wie naheliegender, weißt du? Mhm. Voll. Und zum Beispiel, wo wir die eine Tour gemacht haben, dort haben immer alle ein Foto mit dem Charlie machen und ich muss ein Foto machen. Oh nein! Doch, weißt du, nicht auch moderiert? Du hast ja nicht gespielt. Doch, okay. Aber. Ja, aber. Also, ja, das ist dann gleich halt so. Weißt du, während du das Foto machst, heben sie so den Arm um und sagen: Du bist mit Abstand der Lustigste gesehen. Du bist eigentlich der einzige Lustige gesehen. Also wirklich, ohne Scheiß, ohne Idee, hat die überhaupt nicht können lachen. Und dann bist du so dort und bist so: Cheese. Und dann ist ab und zu, das ist eigentlich am allerschlimmsten, wenn sie sagen: Du bist auch gut gesehen. Ja. Das ist fast noch schlimmer. Oh, das ist fast noch schlimmer als einfach so: ist nicht mit Tasse Tee. Da habe ich auch einmal schon wie mixed gehabt, wenn du einfach alle zusammen dort stehst und dann Leute klar nicht mit dir den Blickkontakt, wenn sie das Kompliment aussprechen. Aber trotzdem stehst du halt wie dort. Und dann kommt so ein kleiner Blick zu dir: Hey, tschüss, gell? Schönen Abend. Schönen Abend, danke. Oder genau, danke. Danke, ja, danke, das ist der. Aber weißt du, was lustig ist? In Deutschland zum Beispiel ist die Fotokultur weniger als noch klassische Autogrammkultur. Ja, immer wenn ich mit, also nicht, ich bin jetzt nicht oft mit deutschen Comedians auftreten, aber die ein paar Mal, natürlich so, jede zweite Person hat einfach Autogrammkarten dabei. Aber weil du sie brauchst? Ja, Ich habe Quatsch gespielt und irgendwann habe ich keine Autogrammkarte mehr gehabt und habe gefunden, ich glaube, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Also weißt, haben wir einen Stapel gehabt, alles weggesehen, tipptopp. Und dann hat in Deutschland diese Autogrammkarten. Und du bist wirklich so, was? Hey. Und auch die vom Quatsch Comedy Club so, ey, also das nächste Mal musst du wieder dabei haben. Weißt, kannst auch mehr bringen, wir tun sie hier lagern und so. Aber wir haben eigentlich von allen. Und du bist wirklich so, hä? Und okay. Einer ist gekommen. Von ihnen habe ich noch keine. Und dann gibt es schon ein rückfrankiertes Kuvert. Nein. Mit seiner Adresse. Und dann so, müssen wir senden. Und ich so, okay, dann halt. Aber wirklich jetzt frankiert. Das ist mega. Ja, mit irgendwie 30 Cent. Das heißt, ich muss irgendwann in Deutschland muss ich das dann einwerfen. Jetzt auch nicht gemacht. Oh nein! Das liegt bei mir auf dem Bürotisch. Und so jedes Mal so. Kennst du das so To-Dos oder weißt du, fuck, immer noch. Ja, das war bei mir mit dem Podcast, den wir in der Mail haben. Oh Gott. Ja, bei wie vielen Folgen sind jetzt? Vier? Vier. Und hey, wann hat er angefangen? Hey, ich glaube im Januar. Und das Ding ist, ich bin voll die. Also vor allem wir beide und dann vergesse er und dann vergesse ich es. Kennst du? Und zum Teil sind es ja wirklich die Sachen, die du prokrastinierst, so die einfachsten Sachen zum Teil. Es gibt Sachen, die schwer sind, wenn ich prokrastiniere, aber die Sachen, die ich am meisten prokrastiniere, sind so ganz simple Sachen. Ja. Yeah. Die aber trotzdem so benötigen, zum Beispiel, dass ich meinen Laptop also einfach aufstarte und nicht einfach im Zug nur rasch machen kann. Yeah. Und das ist genauso die Podcast-Folge, ich musste einfach irgendwie importieren und klar, zum Abladen ist halt die große Datei, da habe ich 20 Minuten Zeit einblenden. Ich habe einfach nie 20 Minuten am Stück wollen. Ja, es war auch ein bisschen so schlimm gewesen. Von mir in die Podcast-Folge irgendwie, wir sind extra voller Stress aufgenommen von unseren Ferien, dass ich sie vorher aufladen, dann bist du in der Ferien, dann ich glaube echt vier. Und dann so, wow, der Frühling ist gekommen. Ich fall keine. Nein, Januar, das ist ja noch schlimmer. Januar ist wirklich sehr heftig. Ja, eigentlich hättest du müssen warten bis nächsten Januar. Und schauen, ob man es merkt. Nein, im Fall eins, zwei haben gefragt. Das ist aber der Härteste. Dann ist es gut, okay, jetzt wenigstens juckt es niemand. Dann juckt es sogar ein paar. Dann bin ich so, nein. Ah, ja. Das
Also ist wirklich. Sven und dem Josa ist das. Mit ja. Einer von meinen besten Freunden, der wirklich religiös ihren Podcast gelost hat. Und da ist richtig hassig gesehen auf sie, weißt du, wo sie irgendwie keine neue Folge rausgebracht hat. Und dann so, nein, weißt du, jetzt habe ich mich daran gewöhnt und so, oder? Ja. Und irgendwann hat man einfach bei Handy gesagt, komm, mach einen Spruch nach ihm. Hat das so richtig zusammengeschissen. Ohne Spaß, weil ich habe sogar. Ich glaube, mir Josef erzählt so, Alter, wir haben so lange diese Podcast-Folge. Und dann habe ich mir so, ah ja, wir auch nicht. Und dann mit ihm noch mehr Motivation geht, um unsere Folge dann halt auch nicht aufzuladen. Und ich denke, ah ja, stimmt. Siehst du, hättest du müssen mit mir reden, wo ja. Jeder fucking Freitag einen bringt. Das ist schon ja? Richtig. Das ist schon krass. Danke, Christoph. Hast du nicht das Gefühl manchmal, dass da das Gesprächsstoff ausgeht? Hey, es kommt drauf an. Ja. Also, wir sind jetzt dabei... schon gute über 50 Minuten. Ach, wirklich? Eben. Krass. Und haben drei Feelgoods und ich hatte nicht das Gefühl, wir haben zu wenig geredet. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Was ist das dritte Feelgood gesehen, um es nochmal genau definieren? Sport. Ich mache wieder Sport. Ich spiele wieder mehr Unihockey. Regelmäßig Unihockey. Okay. Ah nein, das dritte ist nochmal ein Geburtstag. So. Ah nein? Warte. Ah, Ping-Pong. Genau. Das ist, ja, dass ich gar nicht so schlecht im Ping-Pong bin. Okay, ja. Gut. Dann machen wir doch mal das vierte. Hey, das vierte war, dass ich weiss, ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle über das, aber mein Solo. Ja. Yeah. Weißt du nicht, ob ich, also nein, ich freue mich mega fest auf mein Solo. Also, yeah. Eben für die, die es nicht wissen, ich bin gerade am 5. Oktober habe ich meine Premiere in meinem allerersten Comedy-Solo-Programm. Yes. Und hey, ich mache mir jeden Tag in die Hose im Fall. Es ist wirklich so, es ist ein stetiges Auf und Ab. Ich weiß nicht, ob du das auch einmal hast, aber eben am Tag X denke mir so, boah, es wird voll gut, du schaffst das. Und heute denke ich, Alter, das ist scheiße, was du machst. Kein Point, das ist wirklich lustig. Und dann habe ich jetzt wieder vorgestern alles wieder umdingselt, weil doch etwas aufgegangen ist. Und dann wieder gestrichen, dann wieder etwas geschrieben. Und es ist wie so, ja, wie das Gefühl, ich werde nie ganz zufrieden sein. Gesundheit, oh, das war voll gut, ein leisiger Nüser. Yes. Oh. ja, voll. Und es ist wie so, ja, richtig Angst. Und irgendwie ist auch so der konstante Stress von, also ich habe ja Agentur, die mich unterstützt, was mega cool ist, weil ich ja auch noch an die Uni gehe und so. Aber ich muss trotzdem fast jeden Tag nachschauen, wie viele Tickets habe ich jetzt verkauft, wie viele Tickets sind dort und dort schon weg. Und ja, das ich bin schlimm. Die ganze Zeit so umeinander wuseln. Yeah. Und oh, wer kommt dort, wer kommt da? Oh, heute muss ich auf Insta wieder ein bisschen Werbung machen. Yeah. Und irgendwie kann ich mich dann gar nicht mehr so fest aufs Comedy machen, selber konzentrieren. Und langsam habe ich wirklich schnarre voll von dem schon. Obwohl ich ja nicht mal die Tour angefangen habe. Und es ist wie so, hey, es ist eben so ein Auf und Ab. Wirklich, das beschreibt ziemlich. Ist Gott sei Dank aus, manchmal so? Jo, ja. Also, natürlich. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wirklich segmentiert im Kopf, was ist kreative Arbeit und was ist sozusagen Büroarbeit, oder? Mhm. Und was mir geholfen hat, ist, einen klaren Plan zu haben, was die Büroarbeit betrifft, damit mich das nicht noch zusätzlich stresst. Das heisst zum Beispiel, wenn du jetzt eben sagst, ich kenne das Gefühl und ich habe sehr, sehr aktiv, dass wir es auch unterbinden, von Donau-Ticket-Stand und was weiß ich, weil also das kann dich richtig kaputt machen. Hey, komplett, oder? Weil das Allerschlimmste ist, wenn du dann anfängst, wirklich so X-Zählen. Oh, ja. Weißt du? Und du fährst dann wirklich also da und da und da und dann machst du es noch bei anderen Leuten zum Vergleichen und bla bla. Und das bringt alles nichts. Und dort habe ich gemerkt, für mich, was mega hilft, ist einfach, ich habe einen Plan im Sinne von, eben, wenn ich zum Beispiel Reels posten oder so, dann ist das alles schon ready. Voll. Und du weißt, an dem Tag ist es mal und an dem Tag ist es mal. Und der große Effekt ist, bezüglich Ticketzahlen oder so, du kannst es nicht wirklich ändern. Also weißt du, es ist eigentlich trotzdem, es ist in deiner Kontrolle im Sinn von, du machst alles Mögliche, damit Tickets verkauft werden. Voll. Aber nachher dann, es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie ein, zwei Wochen vorher denken, ich muss noch irgendetwas machen, weil das funktioniert nicht. Und wenn man den Teil wie wegnimmt, dann ist alles so viel besser. Voll. Und dann ist eben auch die kreative Arbeit ist auch völlig andere, weil es ist eigentlich, für das willst du ja machen, oder? Für das liebst du ja Comedy
ein Programm erarbeiten in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, dort muss das einfach wie so klar getrennt sein, oder? Ja, mega. Vor allem, es ist wie so, ich meine, ich mache ja noch nicht so lange Comedy und es ist mega so der Umbruchding bei mir. Ich meine, am Anfang mache ich es ja einfach aus reinem Spass. Es ist ja wie so auf und ertragt dich überhaupt nicht. Über das denkst du auch nicht einmal nach. Genau. Du machst es einfach. Und irgendwann kommt dann wie so das Thema, wo es halt mehr Aufwand bei dir einnimmt, wo du aber auch besser wirst. Und es ist halt immer so ein krasser, steiler Wachstumsprozess. Und irgendwann kommst du so ein bisschen an und dann bist du wie so ein bisschen, okay, gut, da stehe ich. Und eben irgendwann kommst du nicht mehr gerade jeden, also ich meine, am Anfang bist du wie so gefühlt, Auftritt zu Auftritt wirst du besser. Und irgendwann wird es ja da so ein Cut und jetzt so, okay, du wirst jetzt jeden Tag besser. Du musst wie so an kleineren Details arbeiten. Yeah. Und irgendwann kommt dann eben dann so ein bisschen das Spiel mit mediale Aufmerksamkeit, eben Werbung, Ticketverkäufe. Und ich bin mega jetzt gerade in dem Ding gelandet, weil ja alles wie so eben professionell in dem Sinn ist. Und das ist mega schwierig, um dann wie nicht das Hauptziel, oder quasi, ich mache es ja eigentlich eben, ist schon der Antrieb, die Passion, um das wie nicht so vergessen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist so mega die Umbruchphase, wo ich so mega, glaube ich, schauen muss, dass es mir jetzt nicht ablöst. Ja. Yeah. Weil das ist, glaube ich, so wie jetzt die grösste Angst bei mir, dass wir so zu früh ablöschen, weil ich ja so früh angefangen habe, dass wir früher noch ablöschen können. Das war eine Katastrophe. Und darum habe ich das Gefühl, probiere dich wirklich auf die Kreativität zu konzentrieren. Voll. Hast du auch schon mal gehabt, dass wir so das Gefühl hatten, jetzt löschen wir es dann ab, weil du wie so zu viel vergessen hast, warum du da eigentlich alles machst? Hey, ich habe mal gehabt, beim zweiten Solo, das ist eigentlich so, nach außen ist das so wie das erste gesehen, wo die Leute effektiv Notiz davon gemacht haben. Ja. Also es ist eben eine schwierige Zeit gesehen. Privat, meine Großmutter ist dort gestorben. Wow. Kurz danach komme ich mit dem zweiten Solo. Mm. Das hat Wienerli Promi geheißen. Das heisst, das Konzept ist gesehen, so ein bisschen, ich bin halt so eine, ja, ich habe G&G Gastmoderation gemacht und so Sachen. Ja, voll. Wo halt eben so der Wienerli Promi macht. Mhm. Und dann hat es wirklich hure viel, was toll ist, weißt du, Medienbericht gegeben, Interviews, Radio, Fernsehen, im Gala, eine Doppelseite, weißt du, wirklich wow, so, geil. Oder? Und dort weiss ich noch, bin ich kurz nachtessen mit meinem Vater und meiner Stiefmutter. Und wirklich, mein Vater hat sofort gesehen, also, was ist das Problem? Weißt du, wirklich so, ich merke, es geht mir nicht gut, oder? Mhm. Und ich sage, irgendwie, ganz komisch, es war immer mein Traum gesehen, aber jetzt geht es mir zu viel um mich. Und irgendwie, ich wollte mal irgendwie nicht die ganze Zeit. Genau. Und dann hat er als Tipp gesagt, ey, einfach mal 2-3 Tage weg. So, oder? Mhm. Und dann bin ich mit 2 Kollegen auf Amsterdam und haben aber sämtliche Sicherungen aus dem Kasten geschossen. Ich bin selten im Leben so betrunken gesehen am ersten Urlaub. Und es ist mir, natürlich körperlich ist mir nicht so gut gegangen am nächsten Tag, aber es ist jetzt überhaupt kein Tipp oder so. Es ist einfach wirklich, es ist ganz, ganz schlimm, halt so mein Coping-Mechanism damals. Aber ich habe dann wie so gecheckt, okay, man kann, vielleicht muss man sich nicht abschießen, aber man kann auch einfach emotional sich ein bisschen davon distanzieren. So. Mhm. Darum, das verstand ich sehr gut. Ja, mega. Ja, es ist mehr das, weil irgendwie jetzt ist ja das, was du hast wollen, schon die ganze Zeit. Und du holst es ja auch. Du sagst nicht nein. Also weißt du, das wäre ja auch mega dumm, wenn die irgendwie zum Beispiel das G&G fragt für einen Beitrag oder so und du sagst einfach nein. Und andererseits ist dann aber irgendwann, steht all das so ein bisschen über dir und irgendwie eben der Inhalt von deiner Comedy zum Beispiel, ist wie sind so runtergerutscht. Und da ist wie so, da muss ich jetzt einfach aufpassen, dass es das nicht passiert. Und mir ist schon bewusst, dass das passieren könnte und wird wahrscheinlich auch nicht passieren, weil ich es verhindern wird. Aber ja, auf jeden Fall, es ist so viel mentale Arbeit zu leisten. Absolut. Aber dann hol dir doch für die Sachen, die nicht der kreative Teil sind, voll. Hol dir dort zumindest bis zur Premiere, sagst aktiv Hilfe.
Weil du sagst, ja, voll. Kann ich das jetzt einfach schnell bei dir lassen, dass ich nicht mehr daran denken muss. Mega. Nein, ich glaube, für das habe ich ja eigentlich die Agentur. Ja. Das Ding ist, sie sind auch die ganze Zeit so, Rina, wir machen das schon, Rina, wir machen das, chill, ja. Alter. Eben, dann lass es auch, so, lass es dort. Ja, voll. Ich soll es jetzt eigentlich einfach in Ruhe lassen, wie es einfach ist. Aber es ist halt trotzdem ein bisschen Arbeit, irgendwie so ein bisschen am Handy. Und dann ist so, jetzt könnte ich so auf die Website gehen und anschauen, wie viele Tickets sie verkauft. Und dann bist du so hure schnell auf der Website drauf. Aber eben, also irgendwie geht es ja allen so ein bisschen gleich und es ist auch so ein bisschen beruhigend. Was oft hilft mir, ist, dass du klare Tage definierst, wo es nur Kreativarbeit ist. Und das heisst nicht, du musst dann am 8. Uhr morgens aufstehen und sofort einen Laptop und ein Programm arbeiten, sondern einfach, es ist freigeräumt vom Resten. Ja. Das heisst, schon nur dann irgendwie, keine Ahnung, dann hast du Bock auf einen Spaziergang. Dann machst du einen Spaziergang. Und irgendwie während dem Spaziergang überlegst du ein bisschen darüber nach und denkst so, wieso habe ich eigentlich das als Einstieg so? Ah, das ist eigentlich wegen dem, finde ich noch gut. Oh nein, vielleicht könnte ich sogar noch da. Also weißt du, du tust dann den Teil vom Hirn tust du entspannt aufwecken, sozusagen. Stimmt, ja. Und das geht aber nur, wenn du eben nicht das Gefühl hast, ich muss noch schnell ein Ticket stand, muss noch schnell das mega, und das. Mega, zumindest sich aktiv, weil es ist ja immer so, wenn man die kreative Phase hat, ist ja immer so ein bisschen, dann mit dem Renato Kreis habe ich mal hurenlang darüber geredet. Er hat immer lang geredet. Stimmt, sorry. Ich habe einfach zugelassen und genickt. Irgendwie ist er aufs WC, hat immer noch gemeint. Das ist so lustig. Ich habe am Anfang wirklich bei den ersten zwei Events oder so, die ich mal gesehen habe, gemeint, er ist der Lichttechniker, weil er immer so einen schwarzen Hoodie anhat. Und irgendwann, als ich so checkte, so, shit, er ist eigentlich voll krass. Das ist so, oh nein. Er ist nicht der Dude von der Kulturkommission. Ja, voll. Oder so ein Sozialarbeiter, das ist auch so. Und auch mega ernst. Ist nicht vom lokalen Blättli. Von der Quartierzeitung. Bob. Nein, aber. Ja, einfach auch, dass wir. Nein, jetzt haben die Fälle verloren. Sorry, Kreativität. Hey. Ja, genau. Dass wir eigentlich nicht immer Output ist. Weißt du? Ja. Dass eine Kreativität einfach auch ist, wenn eine Idee, wenn du merkst, dass die Idee zum Beispiel nicht gut ist oder dass du überhaupt eben deinen Kopf freiräumen kannst oder so. Ja. Aber das ist halt auch, eben, wenn du halt. Ich meine, ich habe noch nie einen Beruf richtig gemacht im Leben. Vielleicht muss ich einfach mal so zwei Jahre arbeiten und nachher wieder so. Weil irgendwie sowieso, ja, keine Ahnung. Manchmal denke ich mir so, ich stelle mir immer so das Arbeiten, stelle mir immer so anders vor. Weißt du, was ich meine? So von dem bis dem, und dann mache ich da und da, dann habe ich etwas geleistet. Mm. Aber bei kreativer Arbeit ist es so mega schwierig, um so leisten. Was ist das? Also ist sowieso, Hey, bei kreativer Arbeit ist es extrem schwierig. Mm. Was hilft bei denen To-Dos, die nicht kreativer Natur sind, mache ich mir wirklich einfach so eine dumme To-Do-Liste. Ja, voll. Und, es ist super befriedigend, einfach Zeugs abhökeln. Mega. Die Trello-App empfehle ich mega fest allen, wo. Trello ist geil. Trello ist mega. Da kannst du das Zeugs wegschieben. Lustigerweise, ich mache eigentlich nichts von Hand, außer die To-Do-Liste. Das ist so etwas vom Wenigen, was ich noch von Hand mache. Ich glaube, Comedy schreibe da nicht alles mit Hand. Wirklich? Eben, das mache ich alles nicht. Aber dort schreibe ich wirklich, mache ich so eine Viereck und dann schreibe ich nebendran, was ich muss machen. Und es ist wirklich so Zeugs wie, ich weiß auch nicht, Rina anrufen oder was auch immer. Ja, weißt du, alles Mögliche ist da drauf. Voll, alles Mögliche. Und zwar auch die kleinsten Sachen. Fügst du auch manchmal, wenn du etwas gemacht hast, was nicht auf der To-Do-Liste steht, da hinzu zum Abstrichen? Habe ich auch schon gemacht. Ja. Ja. Das weil ich so finde, ich habe es ja gemacht, oder? Du hast meine Rewards. Das ist wie so. Ja? Ja, mega. Das stimmt. Irgendwas habe ich gerade vorher fragen, aber ich habe vergessen. Weißt du eigentlich mal geschafft? Nicht. Also geschafft habe ich. Versicherung. Also das stimmt alles, was ich erzählt habe. Zuerst habe ich mal kalte Küche geschafft, Mikro, neb der Schule, wo ich wirklich so Brötchen gestrichen habe. Dann, als ich von der Schule geflogen bin, habe ich ein Praktikum gemacht beim Radio, 2-3 Monate. Stimmt, dann bin ich zu der Versicherung, dann habe ich mal bei meiner Mutter in der Bude geschafft, dann habe ich mal bei meinem Vater im Restaurant geschafft. Also meine Familie hat mich auf irgendwie probiert. Hey! Zu beschäftigen. Und dann ist aber sehr, sehr bald schon das ganze Theaterspielen nebenbei. Mhm. Tele Basel habe ich ab 16 gemacht. Weißt du, das Beste, was jetzt gibt, Zeugs und so. Ja, voll. Das ist halt nicht schaffen gesehen. Ich habe keinen Lohn gekriegt, aber irgendwie hat es schon mehr nach dem angefühlt. Das stimmt. Und dann hat es irgendwann. Was ist das gesehen?
so mit 2010 rum, habe ich dann eigentlich wirklich nur noch von Schauspiel gelebt und Radio. Ja. Und mal da und dort der dritte Job. Das ist schon lang schon. Ja, ich habe schon 3 Karrieren durchgespielt. Ja, so gefühlt schon. Das ist wirklich. Und du denkst jetzt so manchmal, also manchmal denkst du gar nicht von dir als der Mensch, sondern du denkst wirklich so, ah, das ist der Moderator-Dude gesehen. Ja, voll. Eigentlich bist du einfach ich gesehen. Aber darum, wirklich, ich habe nie etwas gelernt. Ja. Okay, ich dann keine ist schon richtige gut. Schule. Dann ist ja gut. Dann ist ja gut, wenn wir mir Sorgen machen. Nein, aber jetzt wollte ich noch etwas sagen. Weiss nicht. Ja. Kommt vielleicht noch. Kommt vielleicht noch. Ja. Wir haben noch Zeit für ein kurzes letztes Feel Good. Mhm. Also nur noch schnell, das wollte ich vielleicht sagen. Ah, ja. Mach dir nicht so viel Sorgen, sondern was ich beneide jeden Mensch, der vor dem ersten Solo ist. No. Weißt du wieso? Ja. Weil man muss es genießen. Und ich weiss, es ist mega schwierig und es ist noch dümmer, wenn jemand sagt, ja, genieße es. Aber ja. Vielleicht kannst du es nicht genießen, aber vielleicht kannst du es romantisieren. Hey, und mega, ja. Das ist das, was ich vor allem anderen eigentlich am meisten empfehle. Voll. Weil du hast nur einmal. Das stimmt. Und es ist wirklich einfach so, auch mit denen nicht so coolen Sachen und bis mühsamen Zeugs, musst du sagen, wow. Also weißt du, so wirklich, voll. Es ist so, ja. Dass das überhaupt so ist, ist richtig krass, oder? Mega. Ja, das stimmt. Es gibt auch oft eben die Tage, wo du denkst, ja Mann, woo, ja. Also ich liebe auch, was ich mache. Yeah. Und ich habe das geilste Leben. Und eben, es sind halt einfach die Auf- und Abs. Yeah. Immer so. Und die Abs sind natürlich immer bedeutungsvoller als die Aufs. Das ist halt immer das Spiel, wenn du einen guten Auftritt hast, dann ist so eine Minute verkackt davon. Und ich mir so. Aber ja. Jetzt habe ich mein letztes Feel Good vergessen. Warte. Sorry. Es ist etwas mega Randoms. Aber irgendwie bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Und zwar habe ich mein Einführungsstudium bestanden. Also ich studiere Sozialwissenschaften in Bern. Und also ich bin im Teilzeitstudium und ich brauche mega lange. Und die Leute, die mit mir angefangen haben, schliessen schon bald ab. Und ich bin noch nie jetzt. Aber ich habe eine Prüfung gehabt, wo ich gewusst habe, ja, ich habe wie auch einen Einer schreiben. Das ist mir egal, weil ich vorher schon gut, also meine Noten sind gut genug gewesen. Und dann habe ich trotzdem aber so denkt, nein, jetzt schaue ich es eine Stunde an. Es war eine Open-Book-Prüfung. Nachher bin ich so an die Prüfung und ich habe einfach einen 4er geschrieben. Ich glaube, noch nie in meinem Leben hatte ich so wenig Aufwand für die Prüfung. Yeah. Und jetzt bin ich, jetzt fühle ich mich voll cool, wie so die coolen Kids, die nie gelernt haben und jetzt so gut die Prüfung haben. Weil ich war nie so jemand gewesen. Ich habe immer bis um 2 danach gelernt und trotzdem nur einen 4er gehabt. Aber jetzt kann ich auch einen 4er haben, wenn ich eine Stunde lerne. Genau. Schnell ins Kurzzeitgedächtnis reinballen. Mm-hmm. Ja, es ist halt auch öffentliches Recht. Es war viel logisch überlegen gewesen. Von dem her, es ist Open Book. Von dem her, du blätterst einfach in der Zusammenfassung. Ich habe eine vom Internet abgeladen. Lustigerweise haben das 10 andere auch in dieser Prüfung gemacht. Du siehst alle so mit der gleichen Zusammenfassung. Das Geile war, dann habe ich meinen Kollegen am Vortag getroffen. Und er so, oh, was machst du? Und ich so, ja, eben, da hat er die Zusammenfassung ausgedruckt. Und sie so, Selin, das ist deine Zusammenfassung. Und sie so, ja, oh mein Gott, habe ich vor 3 Jahren aufgeladen. Und ich so, ja, danke, Mann. Ach, sehr geil. Also, liebe Grüße an Selin, danke dir, ich habe die Prüfung bestanden. Yay! Yeah. Voll. Oh, ich weiß nicht mal, ob sie Selin heisst. Aber ich glaube schon. Sie sind mega ausgewiesen. Ich behaupte jetzt einfach mal, sie heisst Selin. Ja. Das ist doch gut. Voll. Soll ich dir noch schnell zum Abschluss sagen, wie schlecht ich als Schüler gesehen bin? Oh ja. Das ist wahrscheinlich von der Schule geflogen. Genau. Ich habe mir eine Bio-Prüfung nachholen. Mhm. Und mein Bio-Lehrer war so dumm gewesen, dass er mich während der Stunde hat er mich ins Nebenzimmer da. Ah ja. Und nicht überwacht. Oh. Er ist nie reingekommen? Nie reingekommen. Er hat nochmal eine Stunde gegeben. Und ich so, oh mein Gott, das ist ja mein Traum. Das heisst, ich konnte einfach das Buch, wo die ganze Prüfung war. Voll. Alles ist, alle Antworten sind in einem Buch gesehen. Gell? Habe ich einfach offen gehabt. Geil. Also auch Open Book. Voll. Obwohl es nicht so gedacht war. Und ich habe eine 4 gehabt. Nein. Doch. Oh mein Gott. So schlecht bin ich in der Schule gesehen. Oh nein, das ist schon so, weißt, es wird auch sein, dass der Lehrer einfach mal so Goodwill gehabt hat. Jetzt reiss das mal. Wahrscheinlich hat er das extra gemacht. Also, komm, er muss einfach wieder mal eine gute Note. Und dann macht er das. Oh nein. Und kann dann nur F4. Oh Mann. So, das ist eine kleine Abschlussgeschichte. Cool, oh nein.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Solo. Genieße es. Dankeschön. Du hast eine geile Tour geplant. Danke. Die ja. super wird, bin ich mir sicher. Ja, kommen wir vorbei. Yeah. Und schön bist du da gewesen. Danke vielmals für die Einladung. Ja, dir auch viel Glück mit der Tour. Du bist auch noch unterwegs, oder? Wieder, ja. Ja, ja. Wieder. Jetzt bin ich aber im Kopf, bin ich schon beim nächsten. Ja, 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 ja. Da haben wir schon Premiere-Datum und alles. Echt? Mhm. Geil. Du hast schon sagen. Ja, yeah. 15. Oktober, 25. Ja. Ich glaube dann. Ah ja, schon. Im Jahr. Ja. Yeah. Krass. Man hat schon etwas. Ja, ein bisschen. Okay. Ja. Yeah. Das heißt sicher auch so einen Monat davor. Hast du schon etwas? Ja, ein bisschen. Das ist wie so. Nein, so momentan habe ich etwa 30 Minuten, wo ich könnte. Oh. Ob es denn die sehen, weiß ich noch nicht. Geil. Aber ich bin mehr am Konzept. Das wird geil. Also okay. Ich habe richtig gefreut. Yeah. Muss aber, man nachher erzählen. Ja, soll nicht um mich gehen. Und vor allem, Achtung, aber auf die Uhr genau. Ist jetzt deine Wunschzeit. Drum, geil. Vielen, vielen Dank. Bist du da gewesen? Danke, Christoph. Und bis bald. Tschüss.